So, meine lieben Drachlinge, wir sind jetzt hier in Ochsenfurt. Da hinten müssten wir eigentlich hin, aber ich würde jetzt erstmal ganz kurz schauen, ob wir hier in Ochsenfurt vielleicht noch so ein Ausrufezeichen haben. Erstmal kurz hier da durchlaufen, eventuell gucken, ob man, obwohl die Akademie geht mal später. Oder ne, wir machen erstmal diesen Punkt da und dann. Schauen wir mal, ob wir nach Ochsenfurt können oder so, keine Ahnung. Schauen wir mal, was bei diesem Punkt ist. Gehen wir rauf. Komm. Nimm das Buch bitte. Was ist los? Links oder wo? Genau. Oh, ist das eng. Oh, das ist eng gemacht. So schnell fährt. Danach will ich aufsetzen. Da jetzt. Da ist auch. Suppe draus, nicht verschwenden, toller Schmaus. Vergessen wie weiter. Ja. Du, Menschling, hier redanisches Armeelager, kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Das ich, siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich, Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten, ich mach. Boote bewachen Boote. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt Boote bewachen, sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht, Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los, ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht, aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich habe dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldaten, Freunde nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat.
Trollhäuptling sagt, bring Farbe, du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Was ist denn? Farbe, ja, aber weiß nicht wie. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogel malen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel, toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut, nicht wie andere. Danke. Mama, komm und guck, sie laufen. König Radu wird der Ruf. Und dein Junge dabei ihnen, nicht bei dir für alle er. Und dein Junge dabei ihnen, nicht bei dir für alle er. Schiebmaschine verbessert für Greifenrüstung, super. So, was? Sonst wäre ich in die Stadt drüber. Ach, wir haben auch hier einen Schnellreisepunkt, das ist super. Ich will kurz das Schema ansehen. Verbesserte Greifenrüstung, mittelschwer. Ach schade, mir fehlen noch ein paar Sachen. Was ist das? Greifenrüstung, okay. Auch immer es die gibt. Was den sieht eigentlich ganz. Obwohl. Wenn ich mir die anderen Sachen so ansehe, naja. Das ist meine Rüstung besser. Egal. So. Dafür war also diese Farbe, die man da kaufen konnte. Das war nur jetzt mit der roten Farbe gemacht, weil er wollte rot und weiß, aber egal, das hat wohl geklappt. Was ist das da jetzt? Ach, das war das Haus von dem guten Cyprian Willi. Das ist da unten. Lauf mal hier so ein bisschen rum. Vorsicht. Redanien! Oh nein. Streitlustig, wie? Ja. Gott, den ansprechen, nix. So. Das wäre jetzt. Horror. Jetzt.
das? Ach, Blatt und Wein. Nee. Muss ich nicht, also, irgendwas anderes muss ich auswählen. Keine Ahnung. Das will ich nicht machen. Vielleicht hat man hier noch was anderes. Nix? Warte mal. Gehen wir noch ein bisschen an, schauen wir, ob wir unten zur Akademie kommen. Vielleicht kommen wir zur Akademie. Kriech wieder unter deinen Stein. Wieder unter deinen Stein. Frechdachs. So. Ist auch ein bisschen früh, deshalb ist ja noch keiner auf der Straße. Miesmacherei und Fahnenflucht. Ah. Sorry. Geh mir aus dem Weg. Du mir aus dem Weg. Freche Soldaten. Ja, irgendwas. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Lang lebe Raduvid! Nee, lieber nicht. Lang lebe, etc. etc. Oh, hast du sie gestern schreien hören? Was haben sie der Frau angetan? Das gleiche wie immer. Zuerst die Fingernägel, zum Schluss brechen sie ihr die Knochen. Ich ertrage das nicht mehr. Nach dem Wachdienst reiche ich ein Versetzungsgesuch ein. Beruhige dich, Piet. Es sind doch nur Hexen. Vielleicht. Schreien tun sie aber wie du und ich. Hat Piet aber recht. Da will ich auch lieber gehen. Naja. Ja, Raduvid ist halt eh so ein komischer Typ. Jetzt sind wir einmal runtergegangen, jetzt gehen wir runter mal zur Akademie, ob man da hin kann. Überhaupt weiß ich nicht. Können wir speichern und wo? Sind wir auch viel zu schwach oder unterlevelt für diese Quests, wenn es da welche gibt. Streitlustig, wie? Also wie es aussieht, liegen die Büsche auch hier zum Verbrennen. Idioten. Müssen wir gleich sonst woanders hin, so wie es aussieht. Kommen wir glaube ich nicht weiter. Los. Und an. Ja. Wir sind ja halt zu guten Leuten. Genieß das Leben, Mutant, solange du kannst. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen halt irgendeine Quest auf. Ich glaube erstmal hier wäre noch irgendwas. Wohl. Weltkarte, gibt es ja sonst was in der Umgebung? Ja. So, das ist. Da. Hier oben ist ja sonst nichts. Ja. Das, was da war, war ein Rennen, aber habe ich jetzt keine Lust drauf. Achso, nee. Oder wir machen Hexeaufträge, wenn wir da einen haben in unserem Bereich. Flüchtiger Dieb. Was ist das? Ach, irgendwo mittendrin. Okay. Dann sehen wir uns da oben. So, weiter geht's.
Das ist die Zwerge von Hacker. Da sieht's so aus. Eine Frechheit! Ihr haltet uns den halben Tag auf! Mir verfault das Obst auf dem Wagen! Am besten machst du im Gasthaus. Wenn du so weiter, dann landest du bis zum Loch, bevor die andere Hälfte vorbei ist. Ach, dieser eine Typ in Blau, den wir gesehen hatten, ne? Glaube ja. Oh, geht mal vorbei. Danke. Ah. Ja, Frau. Unsere Welt wird brennen. Brennen im ewigen Feuer. Ja, du brennst als erstes. Silvester Amel. Bin ich kaputt. Sei mir gewesen. Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Das ist Scheiße, keine Ware. Hast du deine Skrofelsalbe bekommen? Du Wollscheiß. Hat etwa Garfield dich beklaut, oder was? Aber du hast ja auch keine Lasagne. Sei mir gnädig. Also, mein Mann. Unsere Welt wird brennen. Brennen im ewigen Feuer! Du wirst gleich brennen, Typi. Ah, da sind noch Pfotenabdrücke, okay. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Das ist ein voll hoch kein Vieh. Da hat sich doch ein Jongler als Jorn Borsch ausgegeben. Auf die Knie! Vor dem ewigen Feuer! Habe ich schon gehört. Wo das hingeht. Eine Frechheit. Ihr haltet uns den halben Tag auf. Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Also weiter, dann landest du im finsteren Loch, bevor die andere Hälfte vorbei ist. Hilfe. Aber ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Ich sterbe. Menschlicher ist hier entlang. Generationenlang zurückverfolgbar. Kein Tropfen Elfenblut. Noch mehr Treibblut. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Unterspringen. Ja, was so mittig vielleicht? Hopp. Okay, ist tief genug, ey. Das wäre jetzt, So. Oder ein Werwolf. Wenn auf einmal wir zum Mensch wird, die Abdrücke. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Die Mieze trägt Stiefel, ja. Einer von Hacker, okay. Sperrangel weit offen. Interessant.
Erstmal die gelben Sachen. Und Brötchen. Jetzt auch irgendwie Lust drauf auf ein Brötchen. Schönes Brötchen. Ewiges Feuer. Sorry, keine Ahnung. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Ein Doppler, das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Oben vielleicht? Wir nehmen erstmal hier alles, was der sein muss. Sie liegt ja schon nah. Oder? Das ist seine Kleidung. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Lavendel, starker Duft, genug, um ihn aufzuspüren. Los, mein Spürhund. Lauf. Oho. Na, selber auch. Was? Verflucht. Weißt du, was mich an meinem Start am meisten stört? Ich hatte auch einen Leibhund, aber ich habe ihn ziehen lassen und wollte nicht umkehren. Die Stufen sind zu hoch, die Stühle zu schmal, die Bierhumpen zu klein und die Weiber zu groß. Und wenn ich auf der Straße gehe, glotze ich immer jemandem auf den Arsch. Das stört mich gar nicht so. Seltsam sieht er aus, aber die Frauen sind fasziniert von ihm. Danke für das merkwürdige Kompliment, alte Frau. Heute ist alles bestens. Ah ja. Der Amtmann ist ziemlich streng. Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Ah, immer die gleiche Scheiße. Hey, warte! Mann! Hey, hier bleiben, ja! Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus.
Ach, du schützt mich mit Quellen. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß, aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Warum soll ich ihn umbringen? Weißt du, jetzt muss ich wieder zu dem einen Typ zurück. Ist der weit? Ach ne, das geht ja noch. Okay, wenn der weiter weg wäre, dann hätten wir dann... Diese Jugend heutzutage. Alle weichen das denn? Ewiges Feuer. Umschar. Hier. Was soll das sein? Waffe oder sowas? Und schauen wir mal irgendwas. Schwert oder so? Ah, okay, ein Schwächer wird 42. Okay. Könnte ich sogar herstellen, aber was nützt mir das? Ich glaube, das Level noch gar nicht. Egal. Weiter geht's. Der Fluss spuckt jeden Tag jemanden aus. Flüchtlinge, die der Hölle entronnen sind. Ist hier vorne noch irgendwas als Ausrufezeichen? Egal. So, weiter in die Stadt. Quest abgeben. Dann machen wir die Muss nächste. Muss das sein? Noch den ganzen Tag unterwegs und jetzt? Als Maul, Drecksack. Was? Wisst ihr, wer ich bin? Ich brauche was gegen Bauchschmerzen. Was bedrückt dich, meine Liebe? Hast du was Überreifes gegessen? Nein, genau das Gegenteil. Ich habe nichts gegessen. Der Hunger ist so groß, dass ich nicht arbeiten kann. Oh. Nimm diese Blätter. Kau sie, aber schluck sie nicht runter. Du kannst mich beim nächsten Mal bezahlen. Das ist aber nicht von dir. So. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Oh. Ey, hör auf mich zu schubsen. Geh woanders hin. Alter. Diese Menschen. Bevor du mich jetzt gleich nochmal schubst, such mir was anderes. So. Da. Was war denn noch? Tödliche Wonnen. Ja. Was wählen an? Okay.
Tödliche Wurm wäre noch was in unserem Levelbereich. Sonst das andere ist Level 20 bei Nebenquests. Auge im Auge, aber ich will das eigentlich nicht machen. Auge im Auge. Schwarze Perle. Achso, das ist ja ein Skellige. Na gut, was? Ich spiele ein Bier, aha. Schatzsuche, aha. So. Was versuchen, ich weiß nicht, wie das da ist. Wir gucken erstmal das andere, dann schaue ich kurz noch, ob man das hier vielleicht machen könnte.